Willkommen zurück zu Frontschweine! Ja, wir sind hier stehen geblieben. Aber wo sind wir stehen geblieben? Ich habe echt lange nicht aufgenommen. Liegt daran, dass ich tatsächlich am allerersten Frontschweine aufnehmen Tag, wenn ich es mal so bezeichnen darf, 8 Parts am Stück aufgenommen habe. Das ist absolut krass. Das habe ich nur bei den CDI-Games so gemacht. Aber das hatte andere Gründe, weil die halt nicht speichern konnten. Beziehungsweise mal ein CDI kann nicht mehr speichern. Eigentlich geht das ja. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Macht ja auch nichts. Jede Schlacht steht ja für sich. Aber ich freue mich auf Frontschweine. Das Spiel macht mir so viel Spaß. Hat die Woche erwartet, weil das wirklich ein Spiel ist, was ich so oft privat gezockt hatte. Und auch mit Freunden. Das ist einfach genial auf seine Art. Und was mich auch freut, ist, dass ich jetzt endlich mal wieder ein bisschen abschalten kann. Ich nehme ja immer nur noch am Wochenende auf, wegen Uni und so. Na gut, und Montag, weil Montag habe ich immer frei. Ja. Alle, die immer sagen, scheiße Montag. Ja. Nein. Ja, okay, lassen wir das jetzt immer mal. Wir starten nicht die nächste Mission. Ich will jetzt hier nicht enge Predigt halten. Dafür sind die Prediger da. Gut, starten wir mal. Also wir haben jetzt einen besseren Scout, der Spion, ein Scout, ein Pionier immer noch. Einen besseren Sanitäter. Ich glaube, den haben wir im letzten Part aufgerüstet und einen normalen Sanitäter. Was heißt normalen Sanitäter? Einmal verbessert halt. Weiß nicht, wie die sich jetzt explizit nannten. Na, gegen wen als nächstes? Saustralien auf jeden Fall. Ja, hallo, passiert da mal was? Hallo, Hund im Büro, hallo. Ah, die Franzosen. Na, greifen sie jetzt auch wieder ihre eigenen Bunkern? Generalstab, Spion gegen Spion. Wir vermuten, dass seitliche Spione von diesem Punkt aus heimtückische Sabotageakte begehen. Gehen Sie der Sache nach und erledigen Sie alle verdächtig aussehenden Schweinehunde. Warum ist Schweinehunde klein geschrien? Wollen die Schweine sich nicht gerne selbst als Schweine bezeichnen? Es ist bei den Schweinen selbst eine Beleidigung, ein Schwein zu sein? What the fuck? Streng geheim, Major Grimschwart. Natürlich mal wieder. Okay. Mein feigender Baum. Spring, Schweinchen. Spring. Was? Jump'n'Run? Da bin ich doch dabei. Jump'n'Run, Jump'n'Run ist so geil. Wir zocken kein Super Mario, wir zocken Jump'n'Run, Schweine. Ja, Chef. Okay. Tada, neue Motivation am Start. Na gut, im letzten Part war die Motivation auch noch da eigentlich, aber... Naja, mit neuer Motivation geht's immer am besten. Oh ja, geh erstmal baden, ne? Warum noch nicht, ne? Dann stinkst du nicht mehr so. Ach komm, ey, 10 Leben unnötig verloren. Was soll das überhaupt, Mann? Warum wir so ein scheiß Startplatz? Sanitäter ist keine Gefahr. Er greift zwar ein bisschen an, aber wirklich nur ein bisschen. Ey, ich könnte dir was klauen. Ich könnte... Ne, ich behalte mir das. So, mein Feind, der Baum. Ne, die Palme oder so, ne, stand da. Ich versuche jetzt mal was. Wie gesagt, ich habe den Story Modus nur einmal gespielt oder zweimal. Auf jeden Fall nicht mehr. Ich mache jetzt auf gut Glück. Und hatte Glück. Ha! Erwischt. Und es hat ihm sogar Schaden gemacht. Das war eine geile Aktion. Noch komm, noch kein Giftgas, Mann. Zum Glück haben wir Sanitäter. Das heilen wir wieder, das heilen wir wieder. Da kann man mit leben. Was, da hinten ist ein Medizinzelt. Wie geil ist das denn? Das ist ein Zelt, da geht ihr rein. Und da heilt sich das Schwein hier Runde. Ja. Aber man kann halt nicht drin angreifen. What the fuck? Was ist mit dir denn schiefgelaufen? Warum hast du nur so wenig Leben? Du Spast. Ist der Spion echt so overpowered mit 190? Ich weiß es gar nicht mehr. Mit 120 Leben hatten die anderen echt nur so wenig Leben. Ach so, ich hab mich verguckt. Ich dachte 70. Ja, jetzt hat er auch wieder 10 verloren, ne? Du bist doch so schlecht. Taschendieb. Du bist ein Scout. Viel erbeuten können wir natürlich nicht. Weil wir selber Scouts sind. Aber er hat keinen Sniper mehr. Er ist nutzlos. Ja komm, wisst ihr was? Dann greifen wir gleich den Sanitäter an. In your ass, Motherfucker. Was? Hufen zerschmettern? Da bin ich dabei. Cochon. Cochon. Ich mach gleich Soufflé aus dir. Oh no. Schweinepriester, alle Angaben ohne Gewehr, mit dem Gewehr. Konnichiwa. Ja, scheiße, der hat wirklich nur 80. Egal, da muss man durch. Jump'n'Run.
Und natürlich die obligatorischen 10 Leben weg. Es waren mehr als 10. God damn it. Das war ich nur mit ihm. Komm, komm, du schaffst es. Ich glaub an dich. Nee, schafft er nicht mehr zum Sanitätszelt. Damn it. Das war mein Plan. Und kriegst du halt noch ein bisschen was. Das ist ein Geschenk. Geschenke gibt man nicht zurück. Ohne Rückfahrkarte, mein Freund. Bäh. Feldarzt hat nur 20. Lass ihn am Leben. Lass ihn sich quälen. Ja, und er tarnt sich gleich wieder. Sinn. Aber ich weiß jetzt seine Position, mein Freund. Ja, jetzt kommt endlich der Chirurg. Oh, Chirurg ist es. Tranquilser, wie geil. Ah, die nervigste, fieseste Waffe im Multiplayer. Oh, was haben wir uns damals immer so geärgert mit? Ah, habe ich gerade wieder Tranquilizer gesagt? So haben wir den immer auch scheiß genannt. Heißt natürlich Tranquilizer. Aber wie immer Tranquilizer. Jo, der blöde Tranquilizer, der fiese. Der fiese Möb. So, Scharfschütze, du bist rattenscharf. Hier, freu dich dran. Ja, natürlich, der andere ist ein Spion. Komm, irgendwas nochmal. Nee, bloß nicht nebeneinander stehen, nicht nebeneinander stehen, nicht nebeneinander stehen. Danke, 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 danke. Der Gegner hat auch nicht angreifen, dann greife ich auch nicht an. Ich bin Pazifist, yo. Da steht eine Palme. Ganz einsam, alleine. Am Wasser. Ich glaube nicht, dass da ein Schwein drin ist. Ich greife die nicht an. Wieso springt da ein Goldfisch raus? Goldini, Goldini mit Pornostimme. Äußerst skurril, dieses Spiel. Goldfisch, wie so ein Goldfisch. Egal, sei es drum. Ja, komm, die Ärzte müssen doch zusammenhalten, ne? Die Ärzte müssen doch zusammenhalten. Also, der kommt jetzt wirklich vom ganzen Herzen, ne? Ich arbeite in der Chirurgie und der kommt vom Herzen. Ey, 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 oh, oh, das war ein Fehlgriff. Ich wollte dich natürlich heilen. Gut so. Den Rest schaffst du auch. Gut so. Ich wollte hier irgendwie heilen und... Nein, natürlich wollte ich das nicht. Wer hat mir erst geglaubt, dass ich ihn heilen wollte? Keiner. Schade. Oh komm, es ist nervig, es ist lame, es ist beschissen. Vor allen Dingen, weil der jetzt drankommen muss, bis die Sanitäter jetzt wieder dran sind. Ah, ich... dachte schon, er wird auch vergiftet, aber nein, natürlich nicht. Was, der ist ja immer noch vergiftet, goddammit, ich hab den falschen gehalten, verdammt. Das ist nicht gut. Ach komm, wo ist denn der Bastard, der mich da eben so penetriert hatte? Komm, gib deinen Müll her. Gib deinen Müll her. Oh, noch mehr Taschendieb. I like that. Kamikaze, das brauche ich jetzt echt nicht. Komm, gib mir dein Gift. Snipergewehr. Gift! Messer! Gift! Tarn! Kein Gift! Ah, ich habe ja selbst schon Gift. Habe ich wahrscheinlich schon geklaut und hab's wieder mal nicht gemerkt. Typisch ich. Ja, dann will ich mal sagen: Geh baden! Eine kluge Entscheidung! Oh, wer kann denn da nicht schwimmen? Ja, dreh erstmal nochmal um, dreh erstmal nochmal um. Ja, das ist richtig. Och, och, er lebt ja sogar noch. Oh, Harry Potter Brille. Harry Stotter, das bist du doch nun mal. Na, na, na. Du gehst nicht in den Bunker. Nein, du gehst nicht in den Bunker. Wichser. Ja, die greifen doch eh am Ende wieder ihre eigenen Bunker nach. Nee, der ist echt am Arsch, der Typ hier. Ob ich mich jetzt auch tarne? Komm ich hier irgendwie rüber? Konnichiwa! Was kann ich für dich tun? Nee, ich würde echt gern rüber. Ich schwimme jetzt. Au revoir! Gut. Wenn mich jetzt interessiert, wirklich brennend, was hier drin ist. Jetpack. Ja, warum nicht? Warum nicht? Komm ich da sonst nicht hoch? Muss ich das Jetpack benutzen? Das ist ja auch der ideale Sniper-Punkt, jetzt mal ganz im Ernst. Oh, dadurch sind wir geheilt, oder? Yeah. Also von Gift. Und was haben wir hier Schönes? Raketenwerfer!
Ja, dann würde ich mal sagen, au revoir, ihr Franzosen, ne? Endlich Action. Endlich Action, ja, das kann man so sagen. What the fuck, was war das? Oh, wieso kommen jetzt hier so viele Spione, das gefällt mir nicht. Den lass ich in Ruhe, der stört keinen, glaube ich. Alter, so viele Spione, das wird richtig schwer jetzt. Holy shit, und ich habe einfach mal so einen Raketenwerfer verballert. Dammit. Das ist nicht gut. Und der steht da direkt bei der Kiste, wenn das jetzt auch ein Raketenwerfer ist, dann bin ich so ein bisschen am Arsch. Ich weiß ja nicht. Mach keinen Scheiß. Jetzt müssen die Sprünge sitzen. Mach Sitz, mach Platz. Mach gar nichts. Braver Hund, braver Schwein. Komm. Yes. Fast perfekt. Also ich bin zufrieden. Jetpack brauche ich nicht. Aber wisst ihr, was ich brauche? Ein TNT. Und wisst ihr, wer das kriegt? Unser Freund, der Franzose. Jeder Stoß ein Franzos. Bäm! Und gib an, mein Freund. Och ja, drehen wir erstmal noch um, ne? Ja, umdrehen ist immer gut. Ist immer gut. Fast tot. Aber Franzose, du tust mir nicht leid. Meinst du so nicht? Der will, der trifft nicht. Der trifft nicht. Und wenn sie zurückschießen? Das werden sie tun. Sie haben es schon getan. Boah, diese Treffsicherheit. Dieser Motherfucker. Oh, das ist gut, dass er dran ist. Ja, noch einmal heilende Hände. Das gibt's doch gar nicht. Aber unser Spion ist echt so am Arsch. Fährt er noch? Zieht es nicht. Aber der muss auf jeden Fall geheilt werden. Fährt er denn jetzt? Mann, wie viel Leben du hast? 65. Tja, das heißt. Nee, das heißt gar nichts. Oh, was ist das für ein Lag? Ich hoffe, es geht jetzt wieder. Ich weiß nicht, was bei dem Spiel manchmal ist. Nee, ich möchte den Trank Wilsa benutzen. Ja, ich nenne ihn jetzt auch so. Nee, möchte ich nicht. Ich habe mich gerade umentschieden. Die Zeit wird zu knapp. Zack, zack. Zeit wird knapp. Nee, ich hätte sonst so einen blöden, lästigen Spion da betäubt. Und jetzt durch die Legs. Durch die fucking Legs. Krieg ich ihn jetzt nicht. Mann, was ist das denn für ein Abfuck? Warum leckt denn das so? Soll ich doch bei anderen Spielen nicht? Nur bei diesem Spiel hier. Ständig diese blöden Legs. Ist die Festplatte voll? Ich werde es gleich auschecken. Ja, deine Mutter ist auch bekloppt. Das habt ihr jetzt davon. Scheiß die Wand an. Und... Ja. Boah, was ist... Freunde, ich mach kurz einen Cut. Ich hab jetzt den Papierkorb geleert. Aber eigentlich war das gar nicht so voll. Strange. Es leckt immer noch, aber nicht mehr ganz so extrem. Ja, toll, die wurden erwischt. Man sah es nur nicht. Die oder nur er? Ne, beide. Oh, wie scheiße. Ja, der Spion muss natürlich jetzt richtig geheilt werden. Auf 90 ist gut, das reicht erstmal wieder. Nun zu dir, mein Freund. Das ist der Chirurg, der ist wichtig. Vor allen Dingen hat er noch den Tranquilizer, Mann. 120 Leben. Nice. Ah, er hat kaum Schadenswaffen, ne? Ich möchte eigentlich jetzt gerne diesen anderen Spion da abschießen. Also, der war da hinten. Ah, der ist aber so weit weg, Mann. Das wird doch nix. Mach mal so! Versuchen wir unser Glück. Naja, immerhin, immerhin. Ging nicht komplett in die Hose. Aber diese Legs, die gehen in die Hosen. Ich weiß nicht, was die Scheiße soll. Das ist doch immer noch nicht weg. Ich kann es nicht ändern. Lichtwort in der Schlacht. Strange. Egal, müssen wir jetzt mit klarkommen. Ist jetzt natürlich die Frage, beseitige ich den Spinner da hinten, oder? Nee. Ich will den jetzt hier loswerden. Irgendwie müssen wir den klein kriegen. Das ist Sniper-like Boss. Ich benutze ein Sniper-Gewehr im Nahkampf. So bin ich drauf. Richtig Badass. Ach, ja. Du bist ein Lappen. Du hast nur noch Tarnen. Lala. Dann gibt's noch den Bunker. Und ihn hier. Den Killer schlechthin. Jetpack. Bitte ohne Lag, sonst habe ich ein Problem.
durch ein weiteres Drücken des X-Knopfes zünden wir es. Es kommt eine Rakete raus, kann man auch andere Schweine mit schädigen. Und sollte man kurz zur Landung machen, um Zeit zu sparen. Ach, mein Freund, ich brauche gar keinen Tranquilizer mehr. It's over! It's over 9000! Nee. Meine Hufe sind tödlicher als jede Waffe. Zock nur 50 ab, nicht 9000! Aber nur 15, Anführungsstrichen. Aber der lebt immer noch. Hat ja 120. Was? Der ist jetzt erst dran als der Pionier? Hätte ich das gewusst, hätte ich den angegriffen. Wird sie das nicht böse machen? Scheiße! Wantang ist am Arsch! Ach nee, der hat den Chirurg angegriffen. Ja gut, der hat noch was. Shit. Aber der wird sich jetzt darum kümmern, oder? Wird sich drum kümmern, natürlich. Oh, ich hoffe, es reicht. Das ist keine Fernkampfwaffe. Halte ich das auch richtig rum? Komm schon, das reicht, das reicht! Ja! Das musste ja kommen. Das musste ja kommen. Weiter so. Die Schwächlinge können... 6 Runden haben wir noch Zeit, dann stirbt du umsonst. Da habe ich keinen Bock drauf. Na gut, wir können ja auch heilen, aber das ist so ein Umweg, ne? Oh, ist er schon am Humpeln. Oh, diese Waffen. Lasst es euch schmecken. Das macht so viel Schaden, ne? Und der hat nur 15 gehabt. Das ist so ärgerlich. Und wir hätten ja nicht mehr machen können. Wie viel hat er noch? 15, ne? Tranquilizer lohnt sich da nicht. Schade. Dann überlege ich natürlich jetzt, irgendwen zu heilen. Soll ich den da echt so Medizinball hinschießen, ne? Der hat noch 63, ist natürlich jetzt auch nicht so viel. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich versuch's. Volle Kanne natürlich jetzt werfen. Ich kann nicht garantieren, dass das jetzt klappt. Aber es klappt nicht. Warum nicht? Wie genau muss es denn sein? Zum Glück haben die nicht mehr so gefährliche Schweine. Komm, das reicht. Das reicht. Das muss kesseln. Sagen die Deutschen immer. Die deutschen Schweine. Au, wie gemein. Au, wie gemein. Ausgezeichnet. Wir werden ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen. Wie gemein, sagt der mit dem Snipergewehr. Ist klar, natürlich. Aber der hat auch nichts Besseres zu tun, ne? Fällt ja nicht auf. Einzige Palme am Wasser. Was ist denn hier mit los? Ist das denn jetzt echt die? Weil irgendwie kommt mir so ein bisschen Spanisch vor. Bin mir gerade noch nicht mal sicher, ob das wirklich die ist, lol. Nee, es muss die sein. Es ist keine andere am Wasser. Ja, wieder auch. Wachsen Palme am Wasser, du Vollidiot. Bestimmt auf irgendeiner Insel. Und ihr schreibt mir das jetzt in die Kommentare. ja, Kamikaze, ganz klar. Nee, Schwachsinn. Sniper mal eine Runde. Böse Pflanzen! Ich bin Fleischesser. Das deckt sich mit meinen Berechnungen. Das deckt sich mit meinen Berechnungen. Natürlich war er das. Ah! Der hat auch nicht mehr viel gehabt. Bravo! Gegen dich und deine Jungs haben sie keine Schnitte. Nope. Hier, setzt doch wieder aus. Du dummer Sparko, du dummer Sparko. Ist der angeschlagen? Ja, der ist angeschlagen. Jetzt zeige ich euch mal kurz diesen anderen Unterstand. Wir haben hier genug Zeit. Gehen wir mal kurz rein. Passieren tut er ja nichts. Ich weiß gar nicht, wie viel der aushält, aber das ist schon geil hier. Ich weiß gar nicht, warum der Franzose da nicht reingegangen ist. Wie viel hält denn der aus? Ah, aber nur 40, deswegen wahrscheinlich. Egal. Es heilt das Schwein, es ist gut. Gegner schlägt zurück, aber jetzt kriegt der irgend so Item in den Arsch geschoben. Und er nimmt's nicht. Bei ihm läuft. Ja, das ist natürlich jetzt der Pionier, den brauchen wir. Ah, hat aber ein Jetpack. Wenn ich das mal benutze, um hier einfach gediegen rüberzukommen. Und diese Jump'n'Run-Passage, schau wieder. Oh, bloß nicht mit den Luft. Oh. So benutzt man einen Jetpack nicht. Hab das mal gesehen. Ich will halt immer Zeit sparen, aber das ist nicht immer das Beste. Ja, los, komm da raus aus deinem Saftladen. Mit einem Tranquilizer bin ich hier klar im Vorteil. Komme ich da jetzt auch so irgendwie drauf? Das fände ich schon ganz cool. Ich möchte die Kiste. Ich möchte Kiste! Dann halt nicht. All dieser Hass. Tja. Der Unterstand ist langsam im Arsch. Schon fast die Hälfte weg. Jetzt kommt noch der andere Arzt.
Ärzte im Krieg. Feldarzt. Feldlazarett. Es passt voll. Die ganzen Ärzte in der Nähe des Lazaretts. Oh, wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir hatten denn noch? Friss! Ich hoffe, es hat ihn jetzt geheilt. Ja, sehe ich doch schon die 29. Die Kisten stapeln sich. Hatte nicht nur einen Jetpack. Schade. Das wäre so episch gewesen. Ich glaube, da sind nur Jetpacks drin. Es gab nur diesen einen Raketenwerfer. Ich glaube, man kriegt hier nur Jetpacks. Damit soll es mir ein Rätsel. Weißt du was, wir zerschießen jetzt die Kisten. Ich glaube, dann gibt es nicht eine Explosion. Und er kriegt die halt nicht. Ein optimaler Feldversuch. Bäm! Yo, der Schaden! Geil, Lummert! Mach jetzt kein Gift! Ich mach der Messer. Sie machen mich glücklich. Das ist so geil, ein Spiel. Er zückt ein Messer, aber schlägt dann doch mit der Faust. Da, geheilt. Um 26, also bitte. Lol. Ist ja voll ein gutes Feldlazarett, seht das mal. Oh, hat keinen Bunker mehr. Ach, das ist ja der perfekte hier. Wie hatten wir noch? So, ja, komm, Freunde, ich bin noch nicht so langweilig. Ich mach's jetzt mal interessant. Das Ziel ist das Ziel. Der Rückstoßball. Boom, ja, läuft. Das ist ein geiler Scheiß schon wieder, ey. Und die Lex waren weg. Ich hab nur einmal die TV-Karte geschlossen. Das muss ich mir merken. Aber es wurde schon deutlich schwieriger, ne? Mit den ganzen Spionen. 40 Schaden immer. Ist nicht ohne. Wir müssen aufrüsten. Der erste Kampfgeiler muss kommen. Doppelt wieder mal. Weil kein Schwein gestorben ist. Aber ich weiß nicht, können wir jetzt schon einen Kampfgeiler machen? Wenn nicht, dann mache ich noch einen zweiten Spion. Da kenne ich nix. Weil die Spione, die sind schon echt mega geil. Habt ihr gesehen? Also was die reißen. Ne, wir haben echt nur zwei. Also, der braucht aber auch drei. Aber der braucht sechs. Der Kampfgeiler, ernsthaft? Holy shit. Du musst auch, willst du eine Beförderung? Ja, willst du, ne? Christe. Ingenieur ist er jetzt. Ja, aber jetzt muss ich echt für den Kampfgeiler sparen. Also wir brauchen den jetzt echt langsam, weil der hat immer ein Jetpack dabei. Aber ich denke, das wird auch mal Zeit. Gut, Freunde, würde ich sagen, Daumen hoch, falls es dir gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Schweine im Krieg. Frontschweine halt. Also, bis dann, ciao. Danke fürs Ansehen. Macht's gut.